Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map ohne Gräben Version 1.3. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid gut in die neue Woche bisher gestartet. Ich bin dabei, hier mal am Rinderhof ein bisschen Stroh hinzubringen. Ich habe noch Stroh im Hofsilo und das holen wir da jetzt mal ab. Verpflegen oder bringen erstmal in jeden Rinderstall etwas und dann werden wir auch noch eine Ladung Stroh zur Mischfutterfabrik hier unten bringen, damit die dann produzieren kann. Wir haben da schon, also einen Rinderstall haben wir schon mit Stroh versorgt. Den zweiten machen wir jetzt gleich. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir auch unsere Kühe oben noch versorgen. Die brauchen noch Mischfutter. Und wir bringen auch noch ein bisschen Stroh zu unserer Mischfutterfabrik oben. Ja, und vielleicht fangen wir nochmal an, schon mal Schweinefutter zu produzieren, damit wir uns dann auch irgendwann mal Schweine kaufen können. Also die heutige Folge, mal gucken, wie weit wir da kommen. Vielleicht auch die morgige, stehen erstmal voll im Zeichen der Tiere. Ja, ich habe die Zeit auf einfach gestellt, ja, weil wir müssen im Moment noch gar nicht so schnell die Pflanzen am Wachsen haben. Pflanzenwachstum steht auf normal. Ich kann das auch noch auf langsam stellen oder auf ausstellen, aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Wir haben ja auch zum Glück keine Seasons drin und unsere Pflanzen verrotten nicht. Daher keine Schwierigkeiten. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Ja, ja, die Einblendung hier links von Cosplay, die sagt einfach nur, dass mein Axion, den ich auf Feld 33 zum Düngen geschickt habe, dass der fertig ist mit Düngen. Das Feld 33 haben wir ja jetzt letztens gerade gekauft. Und jetzt holen wir uns mal hier Stroh rein. 180.000 Liter, vorne 90, hinten 90. Ja, und während das läuft, können wir den eigentlich auch mal wegholen da. Den hätte ich natürlich auch mit dem Follow-Me-Mod einfach hinten dranhängen können. Hätte Fahrradkette. Habe ich nicht gemacht. Meine Schuld. Bin mal gespannt, was hier in die Produktion reinkommt irgendwann. Ja, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Schön Sonnenblumen. Auch wunderbar. So, da sind wir auch am Hof. Was habe ich vergessen? Auffüllen habe ich vergessen. Auffüllen habe ich vergessen. Die Düngerproduktion steht auch, weil wir wahrscheinlich zu viel Dünger hier drin haben. Wunderbar. Einmal voll.
Na, wäre beinahe was schief gegangen. Das war nicht beabsichtigt. Das war absolut nicht beabsichtigt. Weiterfahren. So, was ich jetzt noch mache, halte jetzt den hier direkt vor mit einem kleineren Anhänger. Okay, so rum. Kann ich den auch gleich voll machen und hinterher schicken. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hier passt ja ein bisschen weniger rein. Ah ja, das dauert, das dauert, das dauert. So, hier passen nur 75.000 rein. Oder 70? Weiß nicht genau. Auf jeden Fall weniger als in die anderen. Ja, 75.000, wie ich sagte. So. Ja, das ist jetzt nicht so schlau. Fahren wir mal direkt los. Wieder runter zum Rinderhof. Hm? Oh, ganz schön dicht dran. Ganz schön dicht dran. Und die Zeit vergeht aber auch echt rasend schnell heute, finde ich. Also hier beim Aufnehmen ist jetzt gerade krass. Wir sind 10 Minuten rum. Gar nicht gedacht.
Ja. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Unser Feld rechts. So. Einmal hier hin. Und einmal aussteigen. Holomi rausnehmen. Und hier einsteigen. Vielleicht doch mal von draußen gucken. Falsche Einfahrt. Ich Vollhorst. Muss natürlich hier rein. Entschuldigung, ich muss euch ab und zu mal ganz kurz hier stumm schalten. Also mich stumm schalten eigentlich eher. Wenn ich Husten habe ohne Ende. Noch etwas. Nein, vorwärts will ich doch. Jawohl. Zweite wieder auch leer. Auch schön. Anzeige. Ja, auch auf 180.000. Da kann man ja schon mal drauf aufbauen, ne? Das ist ja schon mal etwas. Das ist ja nicht gleich. Na los, nun komm. Weiter. Weiter. Och Mann. Der Essen zeitig. Hier raus. Ja, hier komme ich raus. Hier drunter durch. Ja, hier komme ich drunter durch. Wunderbar, da steht mein Wasserfass. Alles gut. An. So. So. Ich kann nämlich jetzt hier schön in Ruhe die Mischfutterproduktion beginnen.
ist zwar noch nicht alle Welt, aber hier kann gearbeitet werden. Wo hole ich denn das eigentlich nachher ab? Diese Mischfutter. Da ja sicherlich nicht. Das ist ja sicherlich eine reine Sie. Ah, hier. Ist klar. So. Vorwärts. Und ab geht's weiter, ab zum Hof. Ab zum Hof zurück. Da sollte ich mir vielleicht auch endlich mal einen Überführungskurs anlegen. Weil die Strecke werde ich ja wohl öfter fahren in Zukunft. Oh, die haben Wäsche aufgehängt. Jo! Schön, vor allem mein Folger, mein Verfolger macht das mir nach, wa? So ein bisschen wie bei Knight Rider gerade gewesen, nur dass da nicht der Truck gesprungen ist, sondern das Auto. Aber. Jo, und hier rum. Ja, und wir überziehen. Mal wieder, wie immer. Ist ja bei mir schon normal. Unter 20 Minuten ist ja fast keine Folge. Nachfolger B ist gestoppt, weil er zu weit hinten ist. Ach Mann, ey. Loser. Ja, kleiner Laderuckler oder was war das? Ja, ihr fragt euch vielleicht, wo denn die Ultima ist. Ich stand da gerade rechts nicht. Die Ultima, die hängt noch am Big M dran und den Big M habe ich beim Rinderhof in den Unterstand gestellt. Ich mir dachte, das steht ja ganz gut. Ach, da wollte ich ja drauf drücken. So. Oh. Naja, kein Wunder, dass der zu weit hinten war. Wo ist der denn gelandet? Wie ist er da denn hingekommen? Ist er hier quer durchs Feld gefahren oder was? Ariasis. So. Dann wollen wir mal hier auch nochmal Stroh reinbringen.
So, was brauchen wir jetzt eigentlich nochmal alles für einen Wasserstrahl? Ja, gucken wir mal, was wir da dann noch hinkriegen. Ja, gut, wir kommen zum Ende. Wir können ja morgen weitermachen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like oder hinterlasst mir einen Kommentar. Oder abonniert mich, es würde mich freuen. Und noch mehr freuen würde es mich natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne, sage ich mal, ciao.